Auftakt zur Themenwoche der Freie Wähler Landtagsfraktion gegen Extremismus für Toleranz. Im Workshop Umgang mit Extremisten in der Kommune diskutierten Abgeordnete der Freien Wähler mit Experten und Bürgermeistern, welche Handlungsmöglichkeiten es auf kommunaler Ebene gibt. Schließlich haben gerade kleine Gemeinden in Bayern immer wieder große Probleme mit Extremisten. Neben Demonstrationen und Aufmärschen stellen zunehmend Grundstückskäufe für die Kommunen eine echte Herausforderung dar. Da kommen irgendwelche Leute nicht aus dem Ort und wollen ein Gebäude kaufen. Und da beginnt schon, dass man hellhörig wird und ein bisschen nachfragt von Seiten der Kommune, warum will der das kaufen, was bezweckt er damit, will er selber drin wohnen, ist es ein Versammlungsraum für extremistische Gruppierungen. Und da dagegen etwas zu unternehmen, da wird schwierig, aber es gibt gute Beispiele, was Bürgermeister und Gemeinderäte in solchen Fällen dagegen unternommen haben. Bei dem Workshop tauschten die Teilnehmer nicht nur Erfahrungen aus, es wurden auch konkrete Lösungen erarbeitet. Besonders wichtig, eine reibungslose Kommunikation auf kommunaler Ebene und gute Vernetzung mit Land und Bund. Wenn ich in einer Gemeinde die Bevölkerung hinter mir habe, dann kann ich denen Widerstand entgegensetzen. Dann kann ich sagen, wir boykottieren die in jeder Form. Dann kann ich auch gewisse Drohungen Realität werden lassen. Also es ist wichtig, die Vereine zu gewinnen, die Organisationen auf örtlicher Ebene, die Kirche zu gewinnen, um dann gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und dann haben viele, viele Kommunen auch schon tolle Erfolge damit erzielt. Nur wenn alle Kräfte vor Ort gemeinsam handeln, könne der Extremismus in den betroffenen Gemeinden wirksam bekämpft werden. Ziel des Workshops der Freien Wähler ist es, einen Leitfaden zu entwickeln. Dieser soll künftig allen kommunalen Mandatsträgern im Freistaat aufzeigen, wie sie dem Extremismus effektiv entgegenwirken können.